Ja, Advent 2017 bedeutet auch, dass in den kommenden Wochen in ganz Österreich Flüchtlingsunterkünfte geschlossen werden. Der Grund, sie werden nicht mehr gebraucht, weil kaum mehr Menschen es bis an unsere Grenzen schaffen. Die Asylanträge sind daher massiv zurückgegangen. Die, die schon länger da sind, müssen aber noch immer nach wie vor sehr, sehr lange auf ihren Asylbescheid warten. Meine Kollegin Katrin Pollack war diese Woche in Mautern in der Steiermark. Dort wohnen noch minderjährige Flüchtlinge. Einige warten seit 2 Jahren auf ihren Asylbescheid. Mautern in der Steiermark. In der ehemaligen Haushaltungsschule der Franziskanerinnen sind seit dem Frühjahr 2016 vorwiegend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Platz gäbe es im Welcome Mountain für insgesamt 40 Männer. Dass das Haus das letzte Mal vollbelegt war, ist allerdings schon einige Monate her. Das ist eins von 2 leerstehenden Zimmern zurzeit. Die anderen 16 Zimmer sind noch belegt, aber nicht mit der vollen Auslastung. Momentan wohnen in dem Haus der Caritas 18 Minderjährige und 7 volljährige Flüchtlinge, die zum größten Teil aus Afghanistan kommen. Die Flüchtlingszahlen sind in der Steiermark massiv zurückgegangen. Dem Haus wurden im letzten halben Jahr nur noch ganz wenige Flüchtlinge zugewiesen. Dazu kommt, dass fast 2 Drittel der derzeitigen Bewohner bald 18 werden und ohnehin nicht hier bleiben können. Deshalb wird das Haus Ende Dezember geschlossen. Mit 01.01.2018 werden eben viele volljährig und diese können wir dann nicht weiter hier betreuen, da wir eben nur 10 Plätze hier haben für Volljährige. Das heißt, diese müssen dann auch ausziehen aus dem Haus und dann wären wir nur mehr mit 8 UMF hier im Haus tätig und das lässt sich einfach auf Dauer nicht machen. UMFs, das sind die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die jetzt aus Mautern weg müssen. Die Nachricht ist bei den jungen Männern gemischt aufgenommen worden. Nicht nur haben sich Freundschaften gebildet, auch aus den Betreuern sind Bezugspersonen geworden. Und obwohl die Möglichkeiten im 2000-Seelenort Mautern doch enden wollen sind, hält sich die Freude über den Umzug bei den meisten in Grenzen. In Afghanistan habe ich ein kleines Dorf gewohnt und jetzt auch wohne ich im Dorf. Ja, das ist für mich nicht Unterschied wie Stadt und Dorf. Ich habe ein halbes Jahr, ich war hier. Dann mir gefällt dieser Mountain, das ist für mich sehr schwierig. Immerhin können die jungen Männer ab Jänner in anderen Caritas-Häusern in der Umgebung wohnen. Alle von ihnen besuchen entweder die Schule oder einen Deutschkurs, die meisten im rund 20 Minuten entfernten Leoben. Wir haben eben geschaut, wo machen sie ihre Ausbildung, in welchen Häusern kennen sie bereits Jugendliche, die bereits früher erwachsen geworden sind und ausgezogen sind und versuchen ihnen so gut wie möglich Stabilität zu bieten. Sprich, dass sie Bezugspersonen haben, die sie bereits kennen, die Struktur, die sie bereits leben, ihnen vertraut ist, dass die auch in Zukunft gewährleistet ist. Einige von ihnen werden in Zukunft in Lebring in der Nähe von Graz wohnen. Für andere gibt es Platz in der Schwesterneinrichtung in Rotleiten. Die 25 Flüchtlinge, die hier im Welcome Mountain untergebracht sind, müssen also mit Ende des Jahres hier ausziehen. Es ist nicht das einzige Flüchtlingsquartier, das nicht mehr neu besetzt wird, denn durch die sinkenden Asylantragszahlen können auch die Fälle schneller bearbeitet werden. Und das bedeutet, dass weniger Menschen in der Grundversorgung sind, als das noch vor 2 Jahren der Fall war. Schon im September hat die Stadt Wien die letzten Notquartiere für Asylwerber geschlossen. Und auch 2 Bundesquartiere in Kärnten werden ab jetzt nicht mehr belegt. Dass derzeit bundesweit weniger Plätze gebraucht werden, wird durch die Zahl der Asylanträge schnell ersichtlich. Durch die Flüchtlingskrise 2015 sind die Asylanträge in der zweiten Jahreshälfte rasant nach oben geschossen. Der Höhepunkt war im Oktober mit über 12.000 Asylanträgen in nur einem Monat. Schon im Vergleich mit den Zahlen aus 2016 fällt auf, dass sich die Lage wieder entspannt hat. 2017 haben dann noch weniger Menschen einen Asylantrag in Österreich gestellt. Im Oktober waren es nur mehr knapp über 2000. Bleibt allerdings die Frage offen, ob das auch so bleibt. Im Innenministerium ist man mit dem endgültigen Abbau der Quartiere vorsichtig. Die Unterkünfte in Kärnten werden deshalb zwar vorerst nicht mehr besetzt, die Raumreserve bleibt aber bestehen. Gerade im Jahr 2015 haben wir gesehen, wie rasch sich eine Situation ändern kann, wie rasch dann plötzlich sehr, sehr viel mehr
an Anträgen zu verzeichnen sind und daraus auch sehr rasch sehr, sehr viel mehr an Quartierbedarf entstehen kann. Und deswegen kann man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, wenn der Bedarf von einem Monat auf den anderen sinkt, sofort die Quartiere auch wieder schließen. Es ist auch notwendig, dass ein gewisses Ausmaß an Reservekapazitäten bestehen bleibt. Ob auch das Welcome-Haus in Mautern als Reserve bleibt, ist noch nicht geklärt. Das Gebäude gehört dem Stift Admont. Zusammen mit der Caritas wird in den nächsten Wochen beraten, was mit den Räumlichkeiten passieren soll. Währenddessen geht das Leben der Jugendlichen anderswo weiter. Sie warten auf ihren Asylbescheid. Für die meisten von ihnen steht bald das Interview mit den Behörden an. Amir beispielsweise ist schon seit 2 Jahren in Österreich. Sein Weg führte zuerst nach Dreiskirchen, dann nach Simmering, bis er schließlich nach Mautern gekommen ist. In Österreich ist das jetzt also schon sein 3. Umzug. Und Pläne für die Zukunft hat Amir genug. Ich will zuerst durchlernen, dann kann ich, muss ich gut Deutsch sprechen. Dann ich will Fließleger sein und Friseur. Und ich will bleiben in Österreich. Ob die Asylanträge von Amir und den anderen 24 jungen Männern in Mautern positiv entschieden werden, wird sich vermutlich bald zeigen. Bis dahin heißt es Abschied nehmen. Wenn auch nicht unbedingt von den Menschen, aber zumindest von den Räumlichkeiten. Lass uns lachen. Das Leben ist ein Ernst. Genau.